willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich einen kleinen Sammelhaul. Ich war ein bisschen shoppen, sowie in den Läden als auch online. Ja, ich würde euch gerne meine kleine Ausbeute zeigen und wenn ihr auch noch bis zum Ende dran bleibt, könnt ihr auch noch einen Teil gewinnen. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, da erfahrt ihr dann mehr darüber. Und jetzt würde ich sagen, fangen wir auch direkt mal an mit meinem Video und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Fangen wir mal an mit C&A, da habe ich einen Teil jetzt mitgenommen und zwar ist das diese Jacke hier. Die seht ihr jetzt wahrscheinlich nicht so schön, aber das ist so eine khaki-grüne Jacke. Die kann man hier vorne auch noch zuschnüren, also fand ich wirklich sehr, sehr schön und hat hier so einen kleinen Wasserfall-Ausschnitt. Das finde ich sehr, sehr schön und khaki-grün habe ich auch noch nicht so oft in meinem Kleiderschrank. Und da dachte ich, kann sie auch mitkommen. Und zwar hat sie 9 Euro statt 19 Euro gekostet. Und ja, fand ich wirklich sehr, sehr hübsch und deswegen habe ich mir die mitgenommen. Dann machen wir weiter mit meiner Shein-Bestellung. Und ja, ich habe schon sehr viel über Shein-Site gehört. Es gibt auch so viele Videos darüber. Und dann dachte ich mir, jetzt gucke ich mir den Shop auch mal an und habe auch tatsächlich was gefunden. Im Moment bin ich auch total auf dem Trip mit Schnüren, also hier im Dekolleté-Bereich. Und da bin ich auch fündig geworden und habe mir als erstes diesen Pullover hier mitgenommen. Das ist einfach so ein ganz schlichter, grauer, melierter Pulli. Hat hier vorne so Känguru-Taschen, fand ich auch wirklich sehr, sehr schön. Und hat hier vorne, wie ich gerade erwähnt habe, an dem Dekolleté so eine Schnürung. Das kann man dann auch noch hier zusammenbinden zu einer Schleife oder auch so getragen. Finde ich das wirklich sehr, sehr hübsch und da freue ich mich auch schon, den anzuziehen. Und wie ihr seht, hat das hier auch noch so eine kleine Vernähung. Ja, fand ich auch wirklich sehr, sehr schön und deswegen habe ich mir das bestellt. Dann habe ich mir noch einen Pulli mitgenommen und zwar ist das so ein ganz schlichter, normaler Pullover. Der ist relativ dünn und ist in grau-schwarz gehalten, mit Kapuze auch und das fand ich auch sehr, sehr hübsch. Also innen ist der auch grau. Und hat eine Kapuze und am Bauch und Rücken ist er schwarz und an den Ärmeln ist er weiß. Auch meliert, fand ich auch wirklich sehr, sehr schön und deswegen habe ich mir den auch mitgenommen. Dann kommen wir zu meinem persönlichen Lieblingsteil aus der Shein-Bestellung. Und das passt wirklich sehr, sehr gut in den Sommer. Und zwar ist das dieses hier. Das ist weiß und hat so Rosen am kompletten Stoff. Und hat auch wieder hier vorne diese kleine Schnürung. Finde ich wirklich sehr, sehr hübsch. Und deswegen musste das auf jeden Fall mit. Und ich glaube, das gab es auch nochmal in schwarz. Aber weiß fand ich einfach viel, viel schöner. Und passt auch einfach viel, viel besser in den Sommer. Und da freue ich mich auch auf jeden Fall schon sehr, das zu tragen, weil es einfach so hübsch ist. Und ja, ich werde euch versuchen, alle Produkte in der Infobox zu verlinken, sofern ich sie noch finde. Und ja, da freue ich mich schon sehr drüber, das zu tragen. Dann kommen wir zum letzten Kleidungsstück von meiner Shein-Bestellung. Und zwar ist das auch ein ganz normales schwarzes T-Shirt. Das ist ein bisschen weiter und länger geschnitten. Das gefällt mir auch wirklich sehr, sehr gut. Und auch hier, wie ihr sehen könnt, hat es wieder Schnürung. Hier wieder ein bisschen mehr. Kann ich nicht viel zu sagen. Es gefällt mir einfach richtig, richtig gut. Und deswegen musste das auch mit. Dann machen wir weiter mit Primark. Ich war spontan in Dortmund beim Primark und ich muss sagen, der ist ja so unglaublich unaufgeräumt. Das hat mir gar nicht gefallen. Habe aber trotzdem noch ein paar tolle Stücke gefunden. Und zwar an der Umkleidekabine ist mir dieser Jumpsuit entgegengekommen. Der ist so schwarz und hat hier unten am Hosenbein noch so Schnürung, also so ein Band, was man zuziehen kann. Und ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Aber das hat hier auch so ein kleines Muster. Und ja, der ist relativ kurz, aber es gefällt mir auch sehr, sehr gut. Und deswegen musste der mitkommen und der hat 7 Euro gekostet. Und da konnte ich einfach nicht dran vorbeigehen und habe ihn noch schnell in meine Einkaufstüte gepackt. Dann kommen wir zu einem nicht sommerlichen Produkt und zwar ist das ein Pulli. Der ist jetzt ein bisschen dicker und da steht drauf, Comme ci, comme ça. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie man das ausspricht. Aber der hat hier auch noch so einen langen Kragen und auch Schnürung wieder. Und der musste auf jeden Fall mit, weil er war runtergesetzt von
9 Euro auf 3 Euro und da dachte ich mir, den kann man auch im Winter wieder anziehen und deswegen habe ich mir den mitgenommen. Dann habe ich noch einen Schnapper entdeckt und zwar ist das dieser Pullover hier und der ist auch in so einem Khaki-Grün, gefällt mir auch sehr, sehr gut mit dem V-Ausschnitt, der ist auch relativ weit unten, da muss man auf jeden Fall gucken, dass man noch was drunter zieht und er hat hier unten an den Ärmeln so Knöpfe und ist an der Seite hier so ausgeschnitten, hinten länger als vorne. Und den fand ich auch wirklich sehr, sehr schön und habe ihn für 3 Euro statt 9 Euro mitgenommen. Und den kann man auch im Sommer gut tragen, wenn es ein bisschen kälter ist, einfach drüber ziehen. Und ja, freue ich mich auch sehr drüber. Dann musste wieder eine ganz normale Leggings mit und da habe ich mir diese hier mitgenommen für 4 Euro. Das sind einfach diese Standard-Leggings, also sehr stretchy und deswegen habe ich mir nochmal ein Backup mitgenommen und ja, die kosten 4 Euro und da kann man auch nichts falsch machen. Kann man immer wieder zu Hause haben und ja, deswegen ist sie mitgekommen. Ja, kommen wir zu zwei richtig sommerlichen Oberteilen und ja, weil es jetzt so heiß ist und einfach warm und die Sonne scheint, brauchte ich noch ganz, ganz dringend Oberteile, wo die Schultern frei sind. Und da habe ich mir als erstes diese Bluse hier mitgenommen. Die fand ich wirklich sehr, sehr schön. Die ist so schwarz, nude, weiß gestreift und hat halt hier ganz dünne Träger. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut und es fällt auch sehr locker, also das sitzt richtig, richtig gut. Und diese Bluse hat 5 Euro gekostet und da konnte ich nicht dran vorbeigehen. Und ich brauchte unbedingt so dünne Träger, weil sonst geht man im Sommer echt kaputt. Und in dem gleichen Stil ist dann noch diese Bluse hier mitgekommen. Das knallt jetzt wirklich sehr, sehr doll in der Kamera. Das ist so ein Pinkrot und hat auch ebenfalls 5 Euro gekostet. Und kann ich mir richtig gut im Sommer vorstellen mit einer Hotpants oder einer Leggings drunter. Das sieht bestimmt richtig gut aus und deswegen durfte diese Bluse auch noch mit. Ja, das war's mit meinem Shopping-Haul. Ich bin super begeistert mit meiner Ausbeute und der Sommer kann jetzt auf jeden Fall kommen. Ich bin gut ausgestattet und wer am Anfang gut aufgepasst hat, weiß, dass es jetzt noch eine kleine Verlosung gibt. Und zwar habe ich mir bei Shein auch noch eine Jacke, Cardigan, Strickjacke, wie man das auch immer nennen mag, bestellt. Leider ist sie mir viel zu groß und zwar ist das diese hier in einem richtig schönen Bordeaux-Rot. Ich werde euch unten auch das Produkt in der Infobox verlinken, da könnt ihr das auch angezogen sehen. Aber mir gefällt die Farbe wirklich sehr, sehr gut und auch der Schnitt, aber mir ist sie wirklich viel, viel zu groß. Und das ist in Größe L. Ich habe normalerweise SM. Und ja, bei Shein muss man ja immer aufpassen mit den Größen, ob das alles gut passt. Und deswegen habe ich mir die in einer Nummer größer bestellt. Aber sie ist leider viel, viel zu groß. Und deswegen dachte ich mir, ich möchte sie nicht zurückschicken und das Ganze hin und her wieder. Und dachte mir, ich möchte sie euch verlosen. Alles, was ihr dafür tun müsst, findet ihr in der Infobox. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei der Verlosung. Und natürlich auch ganz viel Glück, dass ihr die Jacke gewinnt. Ja, ich hoffe, ihr freut euch und euch hat das Video gefallen. Lasst mir gerne euer Feedback in den Kommentaren da und schaut auf jeden Fall in die Infobox. Dort findet ihr ja die Teilnahmebedingungen. Und dann hoffe ich, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Lasst mir gerne euer Daumen oder ein Abo da. Darüber würde ich mich sehr freuen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!